Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Cooking Trip Back on the Roads. Nun, wie ihr sicherlich gemerkt habt, ich muss jetzt mittlerweile, die Tage über zwei Folgen strecken, weil es sich schnitttechnisch nicht anders ausgeht. Es wird ja auch immer länger und es kommen neue Rezepte zu, beziehungsweise sind jetzt neue Rezepte hinzugekommen. Wir bräuchten erst noch 10 Tage, dann würde es ungefähr, glaube ich, ein neues Restaurant geben. Ich bin gespannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten dann mal in Tag 21. Und wir sparen, würde ich sagen. Jetzt war immer noch das hier zum Aufwärmen, aber gut. Maximale Tablecommand dort erhöhen. Das machen wir noch. So. Und go. Schauen wir mal, was wir für eine Aufgabe bekommen. $2,500 ist das Ziel. 5,600 ist Gold. Verpasse keinen einzigen Gast. Starte dreimal die Musik. Okay. Dann starten wir die Musik. Yo. Machen wir dann natürlich. So. Up. Kein Gas verpassen ist auch schon irgendwie so. Egal. Fuck, jetzt habe ich hier gar keinen Platz mehr. Das ist natürlich belastend. Genau deswegen mache ich die Vorbereitungsphase nicht. Oh. Yo, yo, yo. Kommt sofort. Nein! Ich Idiot. Ah, hat er doch gepasst. Genau. Das. Na. Ach, du willst noch was? Einfach mal dreifach da draufklicken, ne? Uff. Nochmal so einhaben, kriegst die Waffeln. Ich hab doch die Waffeln gemacht, Junge. Frau. Mit der Soße. Du willst das haben? Kriegst du? Ach, hätte ich wirklich zweimal davon machen können. Egal. Es läuft ja noch sehr gut. Das da. Oh, man soll das auch mitnehmen, ne? Ja.
bitte sehr. Aber Geld, danke sehr. Uiuiui. Noch einmal die Musik spielen. Dann haben wir es auch. Jo, ist gut Musik. So, ein Muffin. Ja, ich würde das da. Bin zwar gerade nicht ganz auf Höhe, aber es läuft gerade. Und da bin ich froh drum. Da ist gesprudelt. Geschüttelt! Gesprudelt, nicht berührt. So, das ist ja das da. Ja. Hab ich was übersehen. Was hätte ich denn mit dem Muffin übersehen? Jo. Halt! Ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Das war sehr unvorteilhaft. Noch 6, okay. Ja, ja, jetzt nimm doch den Waffen. Okay, ich weiß nicht, was da gerade abgeschlossen wurde, aber das klang sehr positiv. Oh, komm, machen wir nochmal ein. Nicht so schnell, Leute. Einer nach den anderen. Yay! Ach, wir haben Birds schon fertig, okay. Keine 10, okay. Gut, ich weiß nicht, ob wir noch aufwerten können. Ich bin richtig froh, dass ihr euch bei mir beworben habt, meine Lieben. Ihr seid die besten Helfer, die ich jemals hatte. Das hören wir natürlich richtig gern, Frau Schmidt. Stets zu ihren Diensten. Aber bevor er mich wieder verlasst, ist es nicht erst, bevor ihr mich wieder verlasst? Ja. Bevor ihr mich wieder verlasst, teile ich noch das Geheimnis meines Spezialgerichtes mit euch. Dieser leckere Bursche hier ist mein Wolkenkratzerkuchen. Und glaubt mir, das ist der beste Kuchen, den ihr je gegessen oder auch nur gesehen habt. Ihr dürft nur eins nie vergessen. Beim Backen braucht es etwas mehr als nur Liebe bei der Zubereitung. Ihr müsst euch auch gegenseitig lieben. Und dazu jeden Kunden, den ihr diese Leckerei serviert. Wenn man für jemanden kocht oder backt, den man wirklich liebt, wird alles noch viel, viel leckerer. Herzlichen Dank, Frau Schmidt. Wir werden niemals vergessen, was wir bei Ihnen gelernt haben. Gut. Wohl dann doch die nächste Küche? Hä? 21 haben wir doch. Viel. Oder bin ich doof? Anscheinend bin ich doof.
Ich fand klassische Architektur auch. Ist das jetzt die erste oder das die erste? Egal. Auch toll, aber jetzt müssen wir erstmal unser Restaurant finden. Okay. Oh, ich liebe solche alten Straßen. Das wird man regelrecht die Zeiten. Und die Geschichte, die darin steckt. Da! Genau das ist es. Man munkelt übrigens, dass dieser Arno Rosé öfter mal ein bisschen gereizt wäre. Ach, was die Leute so alles erzählen, wenn der Tag lang ist. Hallo, wir sind aber... Hallo, wir sind die neuen Leute. Würdet ihr mir bitte mal erklären, was die Verspätung soll? Los, umziehen. Und dann sofort an die Arbeit. Tische warten, aber... Der glaubt wohl, wir wären ein paar ordinäre Leiharbeiter. Naja, sind wir das denn nicht? Sei's drum. Dann mal ran an die Arbeit. Ja, es ist das nächste Restaurant. Also hat sich gar nicht gelohnt, das zu investieren, das Geld. Ziel da... 1300 Gold. 2000. Wir überreichen 3 Karten am Stück. Der Kunde hat Caps bestellt. Ich schnapp dir die Marmelade. Ah. Ich hoffe, das zählt als... Oh nein. Das zählt nicht als dreimal hintereinander. Uff. Was zur Hölle? Oh, es sieht so lecker aus. Ja. Gut, also das neue Restaurant, ich muss mich einfach dran gewöhnen. Aber man kann. Käse sogar.